So, jetzt reden wir aber mit Claritia. Kaya mit euch, Gladiatoren. So, einmal im Tempel baden. Das. Bevor wir nämlich mit ihr reden, will ich nochmal eben wieder hochheilen. Bezaubernde Clarissia. Habt ihr vielleicht eine Glaubensschwester namens Raya Des? Glaubensschwester, ja. Ich hätte gleich sehen müssen, dass ihr wegen ihr gekommen seid. Bitte, tretet ein. Aber seid gewarnt. Dieser Tempel ist anders als andere Häuser der schönen Göttin. Ihr findet meine Glaubensschwester am Ende der Halle. Mhm. Wieso anders? Gibt's hier nur Ärger, oder wie? Wein und Rosenwasser, ja? Der reinste Sündenfuhl. Warum denn so prüde? Ich hatte doch Anweisung gegeben, niemanden hereinzulassen. Clarissia, was soll das? Wir wollen uns nur kurz mit euch unterhalten. Über Krähen zum Beispiel. Krähen? Dazu solltet ihr vielleicht lieber den Totengott befragen. Tja. Da werden wir einige hinschicken. So, was vergiftet? Idioten. Na gut, aber die haben ja keine Rüstung. Also sind wir ein bisschen im Vorteil. Hihihihi. Du kannst wieder nirgendwo hinschießen, ne? Jetzt 15%, das ist egal, wir schießen da trotzdem mit. 45, 90. Ein gezielter Schuss sollte eigentlich schon fast ausreichen. Und da machen wir tatsächlich mal einmal einen Zauber. Der trifft auch Naurim. Egal, der muss das aushalten. Der hat genügend Lebenspunkte, der hält das aus, wenn wir ihn mal mittreffen. Na kommt. Die reden hier alle rum. Wo haben die denn ihre Waffen versteckt, wenn die da nichts tragen? Ich bin vergiftet. Ja, bist du. Funktioniert der Befreiungsschlag auch? 30 und 95. Gut. Cool. Und der ist erledigt. Aurelia trifft noch eben einen voll neuen. Den können wir eigentlich über den nämlich rausnehmen. Sehr schön. Und Zurbaran triffst du. Nein, triffst du nicht. Aber wenn du dich da hinstellst, kannst du dann hier hin das wirken. Drei Feinde. Und drei ausgeschaltet. Das waren drei auf einen Streich. Yay! Super gemacht. Super geil. Ich bin vergiftet. Ja, dann bist du halt vergiftet. Und du besiegst du, das ist nicht so schlimm. Ach, du bist die Megatante. Dann würde ich als erstes ausschalten. Aurelia, du darfst einmal jetzt deinen Zauber anwenden. Wodurch wir wieder aufstehen. Und den rausnehmen. So. Trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht. Wie sieht das mit Zaubern aus? Ach, Astralenergie ist verbraucht. Stell dich mal so hier hin. Na komm. 70%. Ah, wenn solange es blau ist, kann man es probieren. Ich probiere es auch bei Ruhe, wenn ich keine andere Option habe, aber ich bin vergiftet. Das kommt dann immer auch drauf an, wie die Option aussieht, die andere. So, da ist noch einer weg. 80% trifft. Ach, nur 35. Wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen, wenn wir 85% haben. So, sie ist erledigt. Zauberan, stelle ich mal hier hin. 80. Jetzt darfst du noch einmal zuhauen. Ja, fall du mal um, das Ding ist eh gelaufen. Halt, wartet! Lasst uns verhandeln. Ihr sucht unseren Kopf, nicht wahr? Ja. Verschont mich und ich erzähle euch alles, was ich weiß. Dann rede mal. Dann rede. Ich weiß, dass sich der Kopf der Krähen wie ich als ein Geweihter der 12 Götter tarnt. Und weiter?
Ich schwöre euch, das ist alles, was ich weiß. Der Kopf ist vorsichtig. Er gibt sich niemandem zu erkennen. Okay. Das hilft uns jetzt aber nicht unbedingt weiter. Basiliskenzunge. Sieht interessant aus. Und bringt 5 Gold. So, wie können wir denn jetzt also weiterhelfen? Erstmal zur Heilerin. Was ist denn? Das haben wir gelernt. So, und dann einmal noch im Tempel baden, weil das gibt wieder ein bisschen Energie. Dann gehen wir hier raus und schauen uns mal erstmal um, was wir jetzt machen können. Da, Krähen zählen. Findet Leomar und stellt ihn zur Rede. Wo auch immer Leomar ist. Hier war ein Rabenschnabel, ne? Wie kann man Rabenschnabel? Keine Ahnung, wo das ist. Hier hinten ist Heldenrein noch. Ich muss hier nochmal eben gucken, ob hier irgendwo mal was steht. Opran, Neta. Ach, in Neta können wir nochmal was erledigen gleich. Makalpus Haus. Ich weiß, dass da eh der Name von der Stadt steht, aber ich würde es trotzdem. Manudos Turm, da müssen wir nochmal eben hin. Das hatte ich nämlich. Da ich mich ein bisschen schlau gelesen. Weil ich das mit dem Bild halt nicht verstanden habe von Myrtale, aber. Ist oben in Manolos Turm sollen ja auch Gemälde gewesen sein. War ja so ein paar. So ein. Hier, Gemälde. Erodiers Zuflucht. Ja, tatsächlich. Hier geht's weiter mit der Quest. Hinweis: Eine offene Behausung, Umgebung von Wald. Ein großer Baum, ein schlafender Wolf und eine Spinne im Netz. Als ihr euch dem Bildnis nähert, vernehmt ihr unverkennbar wieder das Flüstern der Prinzessin. Erodier. Doch diesmal wird es beantwortet. Myrtale, wispert eine leise Stimme aus dem Gemälde an der Wand. Als du Eodils Werk berührst, gleitet deine Hand zu deinem Erstaunen durch die Leinwand durch. Wollt ihr das Gemälde betreten? Ja, wollen wir. Das muss Eodils Haus sein. Satul. Sehe ich genauso. Ihr macht das. Takate und ich warten draußen. Okay, die wollen das nicht. Ihr solltet nicht hier sein. Bist du Eodil? Ich war Eodil. Der Maler. Was ist das hier für ein Ort? Ein Exil. Die Welt hat keinen Reiz mehr für mich. Ich habe Myrtale verloren. Wer war sie denn? War Myrtale deine Geliebte? Ich habe sie geliebt, aber sie hat niemals existiert. Was? Wie? Aber sie hat doch ein Grab. Oh, es gab einmal eine Prinzessin Myrtale. Und sie soll schön gewesen sein. Aber ich habe sie nie gekannt. Nur ihr Bildnis habe ich geschaffen. Du hast dich in dein Gemälde verliebt? Ja. Okay. Du willst für immer hier in diesem Bild bleiben? Ich kann nicht zurück. Ich wollte allein sein. Für immer stumm. Aber niemand hält das Leben so lange ohne Gefährten aus. Darum habe ich mir den Baum gemalt und den Wolf und die Spinne. Ich bin ihr Schöpfer und als ihr Schöpfer lieben sie mich. Sie lassen mich nicht gehen. Dann geben wir dir mal das Bild. Wenn es dir noch etwas bedeutet. Ups, Entschuldigung. Wir haben ein Bild gefunden. Es flüstert deinen Namen. Myrtale. Sie ist ganz anders, als ich sie in Erinnerung hatte. Seht all die Fehler, die ich gemacht habe. Ich muss sie ausmerzen. Ich muss sie tilgen. Wo sind meine Farben? Dann sollten wir lieber gehen. Das alles ist hochinteressant. Aber wir sollten lieber gehen. Sie werden euch nicht lassen. Wer? Der Baum? Die Spinne? Das werden wir sehen. Das war so klar. So, Spinne. Achso, das ist Aurelia. Einmal Angriff. So. Kann ich die Spinne angreifen? Ja, ich hätte gerne einen Dreifachschuss. Oh, das geht doch. Die Spinne ist schnell tot.
Um den Baum sollte ich mir vielleicht Sorgen machen. Aber erstmal will ich sehen, dass die Spinne wegkommt, weil bei der habe ich Angst, dass die vergiftet. So. Ein Zurbaran kann mal eben... Ja, so ein Zauber auf dem Baum. Baum brennt doch gut. Ja, das sieht gut aus. Ja, stell dich vor den Wolf. Ganz tolle Wurst. Kann ich den blöden Wolf nicht mehr anvisieren oder was? Den Baum auch nicht oder was? Da muss ich mich hier hinstellen. So, dreifach Schuss und dann sollte der Baum auch Geschichte sein. Ne, nur 10. Dann gehen wir hier hinten hin zum Baran und machen nochmal einen Zauber. Kann ich den Wolf damit mit erwischen? Naja, aber der Baum minus 35. Holla die Waldfee. Das ist ja was. Oh, und den Wolf, den machen wir so weg. Thema erledigt. So, der Typ wohnt in seinem eigenen Bild. Ja. Ich bin frei. Warum auch nicht? Ich bin noch nicht sicher, ob ich euch dafür danken soll, aber... Das Ziel geändert. Myrtale. Abenteuerpunkte erhalten. Ja. Ist die Quest erledigt? Quest erfolgreich. Sehr schön. Dann können wir hier rausgehen. So, und hier können wir raus. Wir sind ja auch wieder alle da. Das heißt, das haben wir geschafft. Dann will ich mal eben ganz schnell nach Neta. Ui. Weil ich will hier auch eben auf dem Friedhof, weil dann können wir das verfluchte Schwein nämlich auch abschließen. Mit den Leuten in Neta reden wir später nochmal. Ich mach das jetzt gleich. Wo ist dieses verfluchte Schwein? Frenkel! Ich habe gesagt, dass es eine schlechte Idee war, es mitzunehmen. Helft lieber suchen. Hier sind Spuren. Schweinespuren. Frenkel ist in diese Gruft gekrochen? Das ist Ehrenhalls Gruft. Ehrenhall? War das nicht dieser verrückte Priester? Er soll Nekromantie betrieben haben. Ob er verrückt war, weiß ich nicht. Gehen wir hinein? Ja, natürlich. Sicher? Die Helden aus den Legenden steigen auch immer in Gräber hinab. Wir wären ja sonst, wir sind ja nicht umsonst hierher gekommen. Ehrenhalts Sonnenzepter. Denkst du, es ist wertvoll? Hängt davon ab, an welchen Gott du glaubst. So, dann können wir jetzt... Ach, da kommen erst noch ein paar Untote. Es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr, ja, die werden wir auseinandernehmen. Nauren setzt sich hier hin und wartet. Takate stellt sich hier hin und wartet. Hey, nicht abwehren. Genau, schön hinnehmen. Kann ich. Dich kann ich. Und da kann ich auch einen Dreifachschuss ansetzen. Und einer ist raus. Ich hoffe, wir können das mit einem ganz einfachen Kampfsieg hier beenden. So, da machen wir einmal einen Wuchtschlag. Oder ihn niederwerfen. Und Takate greift einmal so an. Da kommt wieder einer hoch. Das heißt, die wir ausschalten, die werden auch wieder ersetzt. Gut, das heißt, Vorpreschen ist angesagt. Müssen wir erstmal sehen, dass wir die hier wegkriegen. Ja. Um entsprechend
zum Sunsceptor vorzukommen. Dadurch ist der Dreifachschuss natürlich jetzt extrem angenehm, weil wir die Möglichkeit damit haben, einen Gegner komplett auszuschalten. Na, wo kletterst du hoch? Da, da, noch, ja, direkt vor mir. Ist klar. Meisterlampe. Nee, warum? Du musst leider warten. Mit der Karte muss ich nämlich hier eben hinstellen und angreifen. So, einmal weg. Komm schon, das schaffst du. Ich nehme den mal raus. Sehr schön. Ich möchte hier ganz gerne Nauremis hinstellen, um hier mit zu pushen. Oder so. Stell dich da hin. Hau ihn kaputt. Ich hätte das von Anfang an nicht so setzen lassen sollen. Da kommt einer hochgeklettert. So, der ist weg. Der Karte kümmert sich um den. Zurbara. Du darfst da nochmal schießen. Trifft natürlich nicht. Ah, sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt mit ihm hier hinsetzen. Wir können den wegnehmen. Nein, der wird einem überlebt. Das ist doch was. Das geht gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich... Naja gut, den kann Zubaran oder halt Aurelia dann wegnehmen. Jetzt klettern sie da hoch. Na super. Mit Naurum kann ich auch schon mal vorstoßen wieder. Das ist schön. Den kann ich mich bis hierhin bewegen jetzt. Takate wird hier hinten sich weiter um ihn kümmern. Zubaran. Du sollst hier bitte mal eben einen Flammenstrahl auf ihn. Das ist effektiver. Aurelia kann da nicht treffen. Das heißt, wir müssen tatsächlich selber dann gleich ran. Aber unsere Initiative ist etwas schlechter geworden. Das ist nicht so schön. Aber na gut. Dafür setzt sich jetzt der Nächste dahin. Und Laura wird auch eingekesselt. Ah. Ja, da kommt der nächste Ghoul hoch. Das kriegen wir aber hin. So, ein Wuchtschlag. Wir befreien uns hier gleich. So, Zauberer. Du triffst wieder nur 50%. Das ist sehr... Ach, das ist schön. Das heißt, wir können tatsächlich was werden eventuell. Komm, ich nehme den da raus. Ich schaffe ihn sowieso nicht zu töten. So kann ich Takate hier rein bewegen. Ohne dass der uns in den Rücken fällt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir Naurum ein bisschen frei kriegen. Was soll das? Wieso kommst du da raus? Er weicht natürlich aus. Wieso ist Takate jetzt zu spät dran? Das gefällt mir nicht. Na gut, du gehst dahin. Und du kümmerst dich jetzt auch um ihn. Jetzt müssen wir sehen, dass wir... Ich will Naurum die Füße frei machen. Dass Naurum sich dann das Zepter holen kann. Dann auf da unten lang. Auf da lang, das finde ich schön. Ja, wir sind total eingekesselt. So. Zubara, stell dich mal hier hin. Sehr schön. Du könntest doch zaubern, oder? Ne, zu wenig Astralenergie. Aber den können wir wegnehmen. Da können wir ein bisschen Schaden machen. An dem müssen wir auch erst vorbei. Und
unser eigener Charakter ist gerade ein bisschen, naja, angeschlagen. Aber jetzt weich nicht aus. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Norim, du wartest eben erstmal. Das darf doch nicht. So, 7. Jetzt wäre er hier wahrscheinlich erledigt. Oh, er hat es geschafft auszuweichen. Ja, erledigt. Können eventuell gucken, dass wir natürlich mit Aurelia uns noch hochkriegen. Reicht er natürlich auch aus. Ich hasse Gift. Ach, nicht erledigt. So ran. Trifft natürlich nicht. So, Hexenspeichel. Belebt mal bitte ihn wieder. Sehr schön ausgeschaltet. Nicht kaputt machen. Das gefällt mir nicht. So, der trifft natürlich nicht. Ich muss jetzt erstmal sehen. 20% nur, ich hab's so spät gelesen. Da kommt schon wieder einer hochgekraxelt. Warte mal eben noch eine Runde. Sehr schön. Freigemacht. Da stellen wir uns hier hin. Machen nochmal eben Pause. Unser lieber Herr wird wieder umfallen. Das ist aber nicht so schlimm. Weil Norim jetzt weit genug rankommt. Um sich das gleich zu nehmen. So. Und jetzt nichts wie raus hier. Achso, müssen wir jetzt interaktive. Ja, wir müssen nach hier hinten. So, du gehst schon mal nach hinten und erledigst bitte. Ihn kann ich zaubern. Ja. Einmal Feuer bitte. Takate, du gehst hier hinten hin. Du belebst aber auch erstmal mit deinem Zauber erstmal wieder. Weil das kann ich so nicht hinnehmen. Außerdem, wenn ich die jetzt zurückziehe und nicht angreife, kann Norim irgendwann nicht mehr zurück. Was mache ich denn jetzt? Trinke ich erstmal. Ich stelle alle wieder her, stelle alle wieder her. Das ist mir zu viel. Ach, ich habe 20% wieder nicht gelesen. Ach, ich bin so blöd. Norim und tschüss. Laufen. So, einmal da. Einmal da. Und das war klar. Ich muss eigentlich sehen, dass Zubaran mal ein bisschen Heiltränke zu sich nimmt. Astraltränke, damit er heilen kann, theoretisch. Aber das wird wahrscheinlich eh darauf hinauslaufen, dass alle verrecken und nur Zubaran in der sicheren Zone überlebt und wir deswegen unseren Spaß haben werden. Ah ne, komm, 7 Lebenspunkte, das sollten wir eigentlich so hinkriegen. Sag ich doch. Takate, hier hinten hin bitte. So, Zauberer. Kannst du Aurelia wiederholen? Aurelia hat. Hat sie überhaupt noch genügend? Ist hier schon gar nicht mehr aufgeführt. Ich hasse Gift. Da kommt der nächste. So, mal eben einmal abwarten. Hm.
Kannst du eigentlich 10 Lebenspunkte heilen? Das hilft doch gar nicht. Dann... Tja, Pech gehabt. Dann muss Naurum halt auch mit dran glauben. Wahrscheinlich. So, ja, du wartest bitte, weil jetzt müsstest du eigentlich gleich freie Bahn haben. Du wartest auch noch eben. Oh, wie niederträchtig. Sollte doch machbar sein jetzt. Ja. Hier hinten hin bitte. So, Takate, jetzt wird angegriffen. Ja, erledigt. Haben wir zwar zwei Leute, die Ehrenhalszepter, die nicht ganz auf der Höhe waren am Ende, aber dadurch haben wir trotzdem gewonnen.